Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste aus den kreisfreien Städten, aus den Landkreisen, von der Bundeswehr. Ich bin froh, dass diese Debatte heute eine große Aufmerksamkeit bekommt, weil es eine wichtige Debatte ist. Wahrscheinlich die wichtigste, der Auftakt für die wichtigste Debatte, die wir in dieser Legislaturperiode führen werden. Es geht darum, wie schaffen wir es, und das ist die Kernfrage, dass wir auch in Zukunft gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen Brandenburgs gewährleisten. Diese Verwaltungsreform ist kein technokratisches Modernisierungsprojekt, mit dem Menschen Heimat weggenommen werden sollen, mit der sie gequält werden sollen, sondern sie verfolgt aus unserer Sicht ein politisches Ziel, nämlich das politische Ziel zu gewährleisten, dass auch nach 2020 bis 2050, denn über diesen Zeitraum soll diese Reform wirken, gleichwertige Lebensverhältnisse in Brandenburg hergestellt werden, wir kein Land sich verfestigender zwei Geschwindigkeiten werden, sondern in einem Land, in dem gleichwertige Lebenschancen durch gleichwertig gute Verwaltung organisiert wird. Das ist eine große Debatte und diese Debatte hat einen Vorlauf. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode eine Enquete-Kommission eingesetzt, die sogenannte Enquete-Kommission 5.2, die sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, in der intensiv gearbeitet worden ist, in der gute Ideen entwickelt worden sind, auch über Koalitions- und Oppositionsgrenzen hinweg. Und auf Basis dieser Ideen und auch vielen innerparteilichen Debatten hat jetzt unser Innenminister Karl-Heinz Schröder ein Leitbild vorgelegt, das das Kabinett beschlossen hat, das mit dem heutigen Tag an den Landtag übergeben wird und das jetzt ein Jahr lang die Debatte prägen wird und danach in den Gesetzgebungsprozess übergehen wird, wenn es hier beschlossen worden ist. Und ich bin sehr dankbar, dass unser Ministerpräsident mit Karl-Heinz Schröder einen der erfahrensten Kommunalpolitiker und Verwaltungschefs im Land Brandenburg zum Innenminister berufen hat, um diese Reform voranzubringen. Er ist genau der richtige Mann, der die richtige Erfahrung hat, das richtige Gefühl dafür hat, was dieses Land braucht. Und ich glaube, sein Auftritt hier heute hat bewiesen, dass wir hier einen Prozess eingeleitet haben, der zu vernünftigen Ergebnissen für das ganze Land Brandenburg führen wird. Heute Morgen haben wir ja die Demonstration schon hier vor dem Landtag erlebt. Und sie dokumentiert ein bisschen auch das, was es an Haltung im Land gibt. Eigentlich soll alles bleiben, wie es ist. Das kennen wir auch bei anderen Reformdiskussionen, dieses Grundgefühl. Ich glaube, dass man dafür Respekt aufbringen muss für dieses Grundgefühl, weil in den Taten in den vergangenen 25 Jahren sich gute Verwaltung entwickelt hat. Aber ich glaube, wir als Parlament, wir dürfen nicht diesem Impuls folgen, auch wenn er kurzfristigen Beifall verlangt, sondern wir müssen uns der Herausforderung stellen, vor der dieses Land steht. Ich habe es vorhin erwähnt, die Reform, über die wir hier heute reden, ist eine Reform, die ihre Wirkung entfalten soll in den Jahren 2020 bis 2050. Sie soll absehbaren Entwicklungstendenzen entgegenwirken. Und ich würde deshalb gern einen Kollegen, den ich heute zwar schon gesehen habe, der aber jetzt gerade nicht im Plenum anwesend ist, zitieren. Wir nehmen nämlich den Kollegen Sven Paetke. Sven Paetke hat sich in der Enquete-Kommission in der vergangenen Legislaturperiode engagiert eingebracht und er hat einen schönen Satz gesagt, der, glaube ich, für alle 88 Kolleginnen und Kollegen hier eine Leitschnur sein sollte bei der Debatte in den nächsten Monaten. Kolleginnen und Kollegen von der CDU, Sie müssen sich nicht aufregen, wenn ich Ihren Kollegen Paetke zitiere. Wir nehmen hier als Abgeordnete, hat Sven Paetke gesagt, eine Aufgabe wahr, die wir von den Menschen in Brandenburg gewählt worden sind. Auch ohne die demografischen Entwicklungen, ohne die veränderten finanziellen Grundlagen für den Haushalt in Brandenburg, wären wir in den nächsten Jahren gefordert gewesen, die Strukturen im Land zu verändern. Das ist die Aussage von Sven Paetke. Das war auch die Linie, die die CDU noch in der Enquete-Kommission vertreten hat. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Kollegin Riechstein nachher äußern wird. Ich hätte mir zwar mehr gewünscht, wenn der Fraktionsvorsitzende, der Oppositionsführer, sich heute an der Debatte auch beteiligt hätte. Aber vielleicht will er sich ja noch die eine oder andere Hintertür offen halten und Frau Riechstein hat dann das Vergnügen, hier heute eine Position zu vertreten, die vielleicht übermorgen für die CDU nicht mehr gilt. Aber lassen wir das. Also ich bin sehr gespannt, was macht die CDU? Verhält sie sich so wie ihre Kolleginnen und Kollegen in Sachsen? Dort wurde unter Führung der CDU schon längst eine Kreisgebiets- und Verwaltungsstrukturreform umgesetzt. Oder wie Herr Kaffier, der Innenminister aus Mecklenburg-Vorpommern, der dort eine Verwaltungsstrukturreform umgesetzt hat. Oder taucht die brandenburgische CDU sich in der Ackerfurche weg
und sagt, hoffentlich geht dieses Thema schnell an uns vorbei und wir schauen, dass wir hier Verantwortung rausnehmen. Ja, ihr geht auf die Marktplätze und erzählt den Leuten, dass sich nichts ändern muss. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die uns in Brandenburg nicht voranbringt. Karl-Heinz Schröter hat darauf hingewiesen, wir alle, die Verantwortung für Brandenburg tragen, müssen diese Frage, die die Bürger möglicherweise mit der Antwort, es kann so bleiben, wie es ist, beantworten, anders beantworten. Denn für uns darf es nicht entscheidend sein, ob die Verwaltung ausschließlich heute gut arbeiten, sondern ob sie dazu auch künftig in der Lage sind. Ein Grundsatz sollte uns dabei leiten. Verwaltung sollte niemals zum Selbstzweck werden. Sie dient in einem demokratischen Gemeinwesen den Menschen. Und ich sage hier ausdrücklich, auch Kreisfreiheit ist kein Selbstzweck. Auch sie muss sich begründen. Sie muss sich begründen für die Zukunft, ob sie den Menschen dient oder ob sie möglicherweise Aufgaben konstruiert, die die wirkliche Erfüllung von Daseinsvorsorge behindern. Ich habe vorhin die Enquete-Kommission erwähnt. Sie hatten hier im Zwischenbericht übrigens mit den Stimmen der CDU festgestellt, dass Brandenburg aufgrund der finanziellen und demografischen Entwicklung vor einem strukturellen Umbruch seiner Verwaltung steht. Worin besteht dieser Handlungsbedarf konkret? Die Bevölkerung im Land Brandenburg wird sich in den nächsten 15 Jahren rapide verändern. Während die Bevölkerung im Berliner Umland bis 2030 um über 5% wachsen wird, schrumpft sie im anderen Teil des Landes um fast 20%. Das heißt auch, dass bis 2030 dann fast die Hälfte der Bevölkerung auf gerade einmal 10% der Landesfläche leben werden. Auf diese Entwicklung, und das müssen wir ehrlich eingestehen, sind unsere Landkreise und kreisfreien Städte in ihrer heutigen Struktur nicht vorbereitet. Die betroffenen Kommunen verlieren durch diese Veränderung Einnahmen. Sie müssen aber nahezu die gleichen Aufgaben der öffentlichen Daseinsfürsorge erfüllen. Und daraus entwickelt sich eine konkrete Gefahr, nämlich dass Brandenburg zu einem Land der zwei Geschwindigkeiten wird. Genau deshalb müssen wir handeln. Wer nicht handelt, lässt das zu, dass Brandenburg ein Land von zwei Geschwindigkeiten und von Menschen mit großen Chancen und mit weniger Chancen wird. Und ich finde, dass alle, die sagen, es kann so bleiben, wie es ist, schon jetzt die Fakten zur Kenntnis nehmen müssten. Schon heute gibt es nämlich erhebliche Unterschiede zwischen den Landkreisen. Bei den Personalkosten je Einwohner liegt die Spanne zwischen 188 Euro in Oberhavel und 344 Euro in der Prignitz. Ähnlich auch bei den Kreisumlagen. Hier sind es in Spree-Neiße 48,5%, in Oberhavel nur 35,47%. Das sind keine puren Zahlen. Das sind keine puren Zahlen. Wenn in der Prignitz 344 Euro je Einwohner für die Aufrechterhaltung der Verwaltung ausgegeben werden muss, in Oberhavel 188 Euro, heißt das, dass Oberhavel schlicht und ergreifend mehr Geld zur Verfügung hat je Einwohner, um Daseinsvorsorge zu betreiben, Straßen zu bauen, Schulen zu bauen. Und Prignitz immer weniger. Und wenn wir wissen, dass die Entwicklung weiter auseinandergeht, wissen wir, dass das auch Konsequenzen haben wird für die Kreisumlage. Warum ist die Kreisumlage in Spree-Neiße bei 48,5%, in Oberhavel nur bei 35,47%? Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Verwaltungsausgaben bei geringerer Bevölkerungszahl einen höheren Anteil beinhalten. Und dieses Geld müssen die Kreise den Gemeinden wegnehmen. Und den Gemeinden fehlt dieses Geld, das zur Aufrechterhaltung von Verwaltung gebraucht wird, schlicht und ergreifend, um Kitas zu bauen, um Schulen zu bauen, um kommunale Straßen zu bauen, um Sozialarbeit zu machen. Und wenn wir wissen, dass die Bevölkerungszahlen im Berliner Umland weiter steigen werden, also für die Verwaltung gleich groß bleibt, aber die Bevölkerungszahlen steigen und dementsprechend die Steuereinnahmen auch steigen und in Berlin-Fernenregionen eine gegenläufige Tendenz ist und wir wirken nicht entgegen, dann machen wir einen riesengroßen Fehler. Und wer die Einsicht in diese Tatsache verweigert, verweigert Zukunft für dieses Land Brandenburg. So, und jetzt kommen wir ganz kurz nochmal zu den kreisfreien Städten. Wir haben eine Entwicklung in den 25 Jahren gehabt, die im Ergebnis dazu geführt hat, dass die drei kreisfreien Städte Frankfurt, Brandenburg und Cottbus insgesamt 526 Millionen Euro Schulden, Kassenkredite aufgetürmt haben. Zum Vergleich dazu, alle Landkreise und
alle übrigen Städte und Gemeinden, also kreisangehörige Städte und Gemeinden, in Brandenburg machen 91% der Bevölkerung aus. In den drei kreisfreien Städten wohnen nur 9% der Bevölkerung. Aber sie haben zusammen nur 251 Millionen Euro Schulden. Kurzum, Brandenburg an der Havel, Cottbus und Frankfurt machen nur etwa 9% der Brandenburger Bevölkerung aus, haben aber zusammen 67% aller Schulden, die es in Brandenburg gibt. Daraus müssen wir Konsequenzen ziehen, darauf müssen wir eine Antwort finden. Und diese Landesregierung macht ein Angebot, die sagt, wir machen eine Verwaltungsstrukturreform und wir helfen diesen Städten. Wir wollen sie stärken als Oberzentren, wir werden Teilentschuldungen vornehmen. Wir werden Maßnahmen ergreifen, damit Brandenburg an der Havel, Cottbus und Frankfurt ihrer Aufgabe als Oberzentren besser gerecht werden können, als sie es jetzt sind. Sie sollen Hauptstädte ihrer Region werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Cottbus eine wunderschöne Hauptstadt eines Kreises Niederlausitz ist, seine Aufgabe als Oberzentrum hervorragend wahrnimmt, wunderbar daran mitwirkt, dass gute Kulturangebote in der Region sind, dass eine gute sportliche Infrastruktur da ist und diese Stadt stärker noch ist, als es jetzt ist. Und das gilt auch für alle anderen kreisfreien Städte. Die Diskussion darüber wird spannend werden. Sie wird spannend werden. Aber wir müssen persönlich auch für uns die Verantwortung annehmen, dass es jetzt unsere Aufgabe ist, in dieser Legislaturperiode hier eine Verwaltungsstrukturreform auf den Weg zu bringen, die gewährleistet, dass Brandenburg kein Land der zwei Geschwindigkeiten wird, dass gleichwertige Lebenschancen in allen Teilen gerecht sind. Auf diese Debatte freue ich mich und ich hoffe, dass nicht alle Oppositionsfraktionen, bei den Grünen bin ich mir sogar sehr sicher, die werden konstruktiv daran mitwirken. Aber ich würde mir auch wünschen, dass ein Umdenken bei der CDU stattfindet. Sie wollen ja irgendwann mal wieder Regierungskraft werden in diesem Land. Hier können Sie beweisen, dass Sie angefangen haben zu lernen, dass Sie Verantwortung übernehmen wollen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und weiterhin eine gute Debatte.